So, herzlich zurück, willkommen. Ja, zu einer neuen Folge von Cultures, Eroberung Wienlands, glaube ich, was? Ja, genau. Wir müssen, ne, Missionsziele brauchen Nahrung, Hölzer, Leder, ne, was wir halt so brauchen. Wir sind ja schon relativ fix, ich mache trotzdem mal den Turbo hier mal ein bisschen an. Und dann gucken wir, wie das mal hier so funktioniert. Es ist die Frage, ob ich noch irgendeine Nahrung mache, weil ich habe doch... Warte mal, wenn ich Tab drücke? Ja, genau. Ach, dann sehe ich aber nicht den Namen. Der zählt. Ich hab einen Jäger. Und ich habe einen Fischer. Weil ich meine, das hier mit dem... Das kriegen wir hin. Also die Hölzer und das Leder, das haben wir bald geschafft. Aber die Nahrung, die futtern die natürlich weg. Ne? Das ist natürlich... eine andere Frage. Jetzt die Frage, baue ich dann noch irgendwie hier unten nochmal einen Jäger? Lass ich die Leute nochmal... Habe ich eigentlich irgendwelche Leute, die nichts zu tun haben? Lehmsammler. Fischer, ja. Schmetterling, Holzfäller. Ich habe auch gar keine Kinder gerade, ne? Ich weiß nicht, ob das so super ist. Kann ich hier... Die ist doch... Die war verheiratet, ne? Da war ein Ring dran. Bekommen wir einen Jungen? Bekommen wir ein Mädchen? Ja, wir können... Machen wir eine Jägerin. Ja, jawohl. Zu Befehl. Mach ein Mädchen. Zack, zack. Es ist sehr komisch. Ich meine, gibt es da irgendwelche Benefits oder sowas? Ich meine, ich kann wählen, ob ich einen Jungen oder ein Mädchen mag. Haben... Frauen in bestimmten Berufen Boni, die Männer nicht haben und umgekehrt? Don't know? Also, weil sonst, was macht es denn Sinn, wenn ich hier wählen kann? So, die waren jetzt Taka Taka, ne? Taka 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 Taka. Das ist Thumbnail. Taka Taka. Ich hoffe, ich finde die Stelle. So, liebe Kinder, macht man Kinder. Dann lässt Herzchenballons aufsteigen. So, jetzt kommt wahrscheinlich den nächsten Storch vorbeigeflogen, oder? Wie war denn das hier noch? Komm, wir dann brauchten ihr. Ach gut, da kommt er. Und er macht hier schicke, schicke. Shake it like a Polaroid picture. Ja, gut, jetzt haben wir hier. Der wächst hoffentlich relativ schnell dran. Hier. Sie meine ich. Also Dorkatler. Dorkatler. Wachs mal schneller. Wir brauchen eine Jägerin. Pubertät ist nicht. Geht sowieso keine Jungs. Können direkt mit Arbeit anfangen. Das macht eher das ein Bautyp, ne? Ach, Holzfäller. Oh, warte. Wahrscheinlich schaffen wir es vorher schon. Wo 60, 90. Ja, wir bräuchten nochmal ein weiteres Ding. Auf jeden Fall. Wow. Sie ist 3 Jahre alt. Ja, komm. Noch 1, 2 Jahre, kann sie anfangen, oder? Wohnung, Geschirr, Möbel, Öl. Was sind das die Bedürfnisse? Sehnt sich nach Geschirr und Möbel. Ist das nicht ein bisschen sexistisch? Was will er? Boah, er will hier Holzwerkzeug, Eisenwerkzeug. Schuhe, Wohnung, gut. Partner, aber auch Geschirrmöbel, okay, und Öl. Warum auch immer. Was können wir noch machen? Wir haben ja ein Zweifamilienhaus hier. Ach, Zweifamilienhaus können wir machen. Das wird halt nicht besetzt sein, ne? Was ist das hier? Ach, der ist auch nicht besetzt, ne? Stimmt, wir haben keinen Werkzeugschreiner. Haben wir irgendwie... Was macht das denn eigentlich? Warte mal, haben wir nicht nur irgendeinen unbedarften Thor Cutler? Achso, das ist das Kind von Thor und Cutler. Ah. Also, ne? Dann
heißt, also Fritz Steffi, ein toller Name für ein Mädchen. Oder Horst Susanne. Alles klar. Okay, dann machen wir mal Cutler. Nee, machen wir Out. Out. Out kriegt du mal, damit es ausgeglichen ist, von Typen. Jo. Jawohl. Mach einen Jung. Jawohl. Zu viel. Hopp. Mhm. Muss ich dir eine Schule bauen? Weiß ich nicht. Was mache ich mit diesen ollen Dingen hier überhaupt? Kann ich auch eine Schule bauen? Doch, ich kann eine Schule bauen. Brauche ich halt ein bisschen Holz für, ne? Ich hab noch... Da, ich habe hier eine Schule. Ach, er ist drin. Aber ist er jetzt fertig? Er ist Holzfäller. Aber was machen wir aus ihm? Ein Fischer? Oder was? Hä? Oder war er für... Was macht denn er? Oder geht er nur ab und zu mal in die Schule zu gucken? Jetzt ist er wieder ins Jägerzelt gegangen. Aber er ist doch Holzfäller. Nee, der Typ. Wieso geht er in die Schule? Der soll hier Holz sammeln. Okay. Oh, was ist denn hier los? Baut sich das doch ab mit der Zeit? Du. Meisterbriefe. Kürzlich 6-mal gegessen. Boah. Gespeist. Aber warum ist der... Aber was ist denn Arbeitsplatz, bitte schön? Hier ist ein Arbeitshaus. Der ist auf die Schule. Wieso ist der auf die Schule? Hä? Komm her, wo bist du? Kann ich nicht mal zentrieren? Was ist da drin? Wenn der rauskommt, dann. Ja, so muss ich für ihn noch. Aber er ist doch schon Holzfäller. Raus mit dir. Fangen wir an zu arbeiten. Torkattler. Jetzt schon 14, ey. Jetzt kann sie wirklich anfangen zu arbeiten. Hä? Kann ich dich da irgendwie... ich bin jetzt die Figur. Ja, die ist da drin. Gruppen benennen. Figur zum Arbeitshaus. Ja, aber der ist nicht sein. Lass mich das umbenennen. Ich will recht die Maus das drauf machen. Kommt er dann wieder raus? Hallo. Wartet in der Schule. Ja, dann raus mit dir. Ich will. Kann ich dich nicht. Ich will dich da nicht drin haben. Wie kriege ich den da raus? Hauptmenü, blablabla, Statistiken, Figurenliste. Was ist mein Hafgrim? Kann ich hier? Nein, kann ich. Aber so kann ich auf jeden Fall mal auswählen. Hafgrim. Hier, so. Ah, das ist zuweisen. Da! Ich will jetzt eine Liste machen, okay. Soll mir recht sein. Wo sind die Kinder? Oder sind die schon wieder erwachsen? Torkattler ist schon giftig schon wieder. Gibt's ja nicht. Torkattler. Ach so. Boah, es ist aber auch. Die kann gar nicht arbeiten. Gar nicht arbeiten. Die kann nur gebären. Wie schlimm ist denn das bitte? Abelbart. Er ist 10. Na gut, dann hau rin. Kann ich alles zuweisen?
Nee. Mann. Ja, das ist ja auch ein Witz. Aber ich meine... Im Prinzip... Ich meine, das ist ein bisschen Inzest, aber im Prinzip reicht doch dann eigentlich eine Familie, oder? Dann kann ich ja... Ach so. Ach so, gut. Okay, das war wohl die Frage. Die Leute versterben auch. Okay. Gut. Schaffen wir das vielleicht trotzdem vor? Warte mal, wo ist hier der... Leder mal geschafft. 100 Nahrung. Wir brauchen ein weiteres Dingens. Hier. Komm, 12. Nach hinne. Also. Torkattler kann gleich auch nochmal einen Typen kriegen. Achso, die muss erstmal. Achso, die muss erstmal einen heiraten, ne? Dann lass mal Edda hier mal. Ja, komm hier, krieg mal einen Typen. Jo. Pressen, pressen, pressen. So, stimmt, ich habe die Kommentare gelesen, man kann diese Dinger oben mit rechten Maustaste wegmachen. Das ist Herr wunderbar. Einen neuen Beruf Jäger erfunden. Das ist schon lange leer. Ja, das habe ich vor, noch zu ändern. Torkattler ist erwachsen, aber ist noch Single. Beim Torkattler ist er dann. Wer ist die? Gar nicht, ne? Das ist bei dem Alter gar nicht. Ah, Galbart ist ein Erwachsener. Wo sind der hin? Ah, die ist ja. Ja. Ja, okay. Galbart. Wo bist du? Wo ist denn Galbart? Ach, hier. Ach, der shakert hier schon rum. Guck mal an. Ehepartner suchen. Was macht denn der da? Okay. Galbart. Zivilist. Nee, einen Arbeitsplatz zuweisen. Da. Schule. So, genug geshakert. Jetzt geht's in die Berufsschule. Achso, die ist nicht verheiratet. Das war ein Typ. Ich muss jetzt nicht über den Deck sterben, ne? Bauarbeiter, Holzfäller, Jäger, bla. Nö. Jetzt muss ich wieder über die Charakterliste gehen. Wie heißt der noch? Abelbart. Ne, den nicht schon mal? Der Name kommt mir so bekannt vor. Ha! Abelbart. Genau, wir haben nämlich einen Gabelbart-Jäger. Und wir haben einen Gabelbart-Zivilist. Den will ich jetzt haben. Halt. Oh. Gabelbart-Zivilist. Guck mal hier durcheinander. Arbeitsplatz zuweisen. Kann ich das machen? Nee, kann ich nicht. Werkzeugschreinerei. Er muss wahrscheinlich erst was anderes lernen, bevor er das machen kann. Dann machen wir Schule. Und du lern mal wahrscheinlich... Was ist die Vor-Dings für Werkzeugmacher, Bauarbeiter? Ich meine, Bauarbeiter, warte mal, so. Nee. Dann Holzfäller wahrscheinlich. Das sind wir zwei Holzfäller, okay. Wo ist denn der? Zentrieren. Halt. Kann der? Kann er auch nicht. Was muss ich denn lernen dafür? Wenn ich in die Werkzeugschreinerei komme. Ist da irgendwie so eine Technologiebaum? Holzfäller, Werkzeugschreiner. Doch, weiß ich, ein Holzfäller. Das müsste es ja eigentlich sein. Das heißt, wenn ich in... Hier. Also hier erst Premium-Holzfäller gedöns. Wenn ich sage... Wenn ich eher sage...
Ah, das ist zuweisen? Nee. Aber er kann theoretisch... Ach so, aber er kann dann... Was er natürlich machen kann... Er kann, er ist Meister, er kann natürlich jetzt in die Schule gehen. Dann schmeißt er den Zivilisten da gerade mal raus, der kann ein bisschen rumshakern. Unseren komischen Gabelbar-Zivilist. Erst Platz wegnehmen. So, und dann kann er hier draußen rumstehen. Und dann bauen wir noch. Ja, war das? Dann bauen wir noch mal ein Jägerzelt. Hier. So, er ist jetzt hier drin. Meisterbrief in Holz. Feller. Aber ich will ihn doch irgendwie ab. Vielleicht kann ich das noch nicht hier in der Kampagne. Weil eigentlich müsste ich vom Holzfäller doch zum Werkzeugschreiner aufsteigen. Arbeite ein Werkzeugschreiner. Ja, okay. Zentrumsanlage mit einer. Nahrung, Schlaf. Hä? Ich blick nicht. Hafgrim? Weil ich kann noch... Was für ein Ton? Ist das ein Bär? Weil ich brauche mehr Nahrung. Hol ich mal nochmal einen Fischer. Fischer. So, nochmal einen. Und dann bauen wir auch gleich nochmal. Den. Du? Arbeitsplatz zuweisen. Sag mal. Okay, dann geh du halt mal als Arbeitsplatz in die Schule. Und. Lerne mal Jäger. Du Jäger. Du, das ist der Hafgrim. Der Holzfäller, dann geht er erstmal raus. Komm, geh du mal raus. Hafgrim Holzfäller. Hier. Ja. Was bin ich? Was willst du zuweisen? So. Du bist schon wieder fertig. War der nicht... Hallo? Ist der jetzt irgendwo hingelatscht? Oh, dieses Spiel ist echt ein bisschen hier... So, ah. Blitz Gabelbart hier. Ach, hat er gerade getackert. Der hat gerade getackert. Gabelbart Jäger. So, der hat jetzt wahrscheinlich noch keinen Arbeitsplatz zuweisen. Hier. Ja. Björn ist erwachsen. Der hat Jäger gelernt. Statistiken hier. Genau, ich brauche nicht mehr Nahrung. Und dann muss ich hier nochmal ein Fischer. Fischer. Und hier oben kann auch fischern. Der eine Typ ist erwachsen hier. Der Björn. Björn, da darf jetzt auch mal Fischer lernen. Ja. Ja,
Ja, ich weiß, dass er erwachsen ist. Und nett. Tacker du mal da rein. Was ist Bären? So, du, ein Vision. Björn ist jetzt Fischer, das ist schön. Vielleicht sollten wir auch nochmal ein Wohnhaus bauen. So, naja. Fischer. Zuweisen. Verstaut? Verstaut? Ja, hier. Eisplatz. So. Jetzt haben wir nochmal einen weiteren Jäger und ein weiteres Fischerzelt. Jetzt wird das auch hoffentlich dann mal demnächst mal klappen. Ich wundere mich immer noch, warum ich keinen Werkzeugmacher ausbilden kann. Schräg. Blick ich nicht. Ich kann das Gebäude bauen, aber ich kann keinen auswählen. Und wie gesagt, hier von der... vom Technologiebaum her geht es von Holzfäller auf Werkzeugschreiner. Also ich hab zwei Meisterholzfäller, die müssten jetzt eigentlich doch eigentlich auch... Drei Holz, ein Leder. Ach so. Aber doch Leder habe ich doch. Hä? Okay. Ich. Diese. Also. Zwei Profi. Ejolf und Halfgrim. Also wollte kochen. Bringt die denn das Essen? So ein Körbchen. Ah, das Platz. Hier ist es ja echt lustig. Wie in Japan. Nee, wie in Indien. Wo die mit ihren Warmhaltebehältern das Zeug dann ins Büro geliefert bekommen. Ich sehe gerade, ich habe noch einen Stein. Habe ich ein Steinmetzzelt? Nee, habe ich nicht. Aber wo könnte ich das überhaupt aufbauen? Ich habe ja gar keine nirgendwo Steine, oder? Ich habe keinen Stein. Nein, ich habe keinen Steinmetz. Bau das mal. Mega. Holzfäller. So, 64. Ah, jetzt geht's langsam mal hoch. Dann schaffen wir das auch mit den 100 Nahrung. Boah, ich glaube, das mit den Familien und mit den Kindern machen und so, das ist ganz schön... Das wird ganz schön anstrengend. Sie ist verheiratet. Sie nicht. Da hier, der ist alt genug. Er ist 14, das passt. Ja, so eine Milf, ne? Ich meine, sie ist ja auch schon ein bisschen auf der Welt hier, die Asa. Asa. Aber irgendwann gibt es kein Alter mehr. Ich meine, ist das nicht irgendwie... So, was haben wir hier? Den Fischer gelernt? Jo. Fischerzelt ist fertig geworden. Jo. Knut ist erfahren und kann trainiert werden. Was soll das heißen? Was denn? Fischer hat gar keine. Ich habe ja gar nichts weiteres. Okay. Ah. Arnfinn. Ist denn erwachsen? Wo ist er denn? Ach, hier, oder? Da ist Arnfinn. Zivilist. So, du. Geh in die Schule. Ja.
Weil unser Kundschafter ist verstorben, das ist auch nicht das Problem. Darum geht es in der Mission jetzt auch gar nicht. Warte mal. Armfin, so du? Lebenssammler. Oh, lass mich. Ja, von Lehmsammler zu Steinmetz. Okay, gut. Ja. Dann müssen wir wieder rausnehmen. Ah, die rechte Maus. Nee. Yeah. Nee. Wo ist denn hier unser Lehmtyp? Lehmsammler hier. Piani. Kann der Beruf wechseln? Ach, mit Beruf dann. Der kann dann Steinmetz werden. Arbeitsplatz? Hier. Ah. Ich muss Beruf wechseln. Guck mal an. Also, wir nehmen jetzt mal Half Grimm, der pennt sowieso. Und sagen hier auch mal. Beruf wechseln. Werkzeugschreiner. Ja. Ich muss ihn nur wechseln. Ich muss nicht irgendwie in die Schule gehen, um dann aus Holzfäller Werkzeugschreiner zu werden, sondern ich muss ihn nur wechseln. Das ist natürlich... Okay. Boah, dieser brummende Bär. Dein 1, Nahrung 1. So, wie sieht's hier aus? 73, ja, das schaffen wir. Kann dir niemand sagen, was das hier? Das ist Abreißen? Online-Hilfe? Klingelt zu Haus. Gibt es einen Förster? Nö. Jäger geht zu Schuster. Okay. Träger zu Händler. Vorratszelt, Gedöns. Okay. Habe ich nicht dem... Warte mal. Dein Metzbauarbeiter, Werkzeugschreiner. Du. 0%. Arbeitsplatz zuweisen. Du da. So, jetzt ist dann so ein Zeichen. Okay. Jetzt ist der auch da. Ja, genau. So. Aber der hat auch noch keinen, oder? Doch. Doch, hat er. Ach so, genau. Jeweils, das sind diese komischen Wappen. Diese Wappen dann vorne dran. Das muss man auch erstmal blicken. So, die sind also alle besetzt. Das ist schön. Hier ist auch Stein und Lehm. Vielleicht sollte ich noch einen Träger machen. Und ich sollte dann auch noch mal ein Wohnhaus bauen. Baut mal ein fettes Zwei-Familien-Haus. So, wie sieht's mit Nahrung aus? 76. Ach. Ah, das muss doch. Jetzt zwei Jäger und zwei Fischer. Fischer. Ich bin natürlich neue Leute. Ständig nach. Brüte. Dann brauche ich natürlich auch. Oh, 75, jetzt sinkt schon wieder. Wie? Sag mal. Hört mal auf, so viel zu fressen. Ah, ist er eigentlich irgendwie verheiratet? Nee, ne? Jo, such du dir mal irgendwas zum Heiraten. Der hier, guck, da, ja, fang. Fass. Oh, er rennt weg. Er hat Angst. Hört. Was? Ach, das ist hier... Noch ein Gabelbart. Wie viel Gabelbart haben wir denn? Gabelbart der zweite, dritte, vierte, fünfte?
Okay, haben wir. Ich muss mal in die Dingliste gucken. Mängelhaus, oder was? Heißt das? Alf Bauarbeiter. Haus. Okay, und wenn ich jetzt wieder in die Liste gucke, ist der Mangel weg? Ah, da ist der Mangel weg. Der Fischer hat kein Haus? Der ist traurig. Der muss draußen schlafen. Jawohl. So, und jetzt brauchen wir noch ein paar Mädels. Oder ist denn automatisch die Flamme auch? Hey, jetzt geht meine Nahrung wieder runter. So, warte, der hat natürlich 15 Nahrung, der hat 20 Nahrung, 12. Ich glaube, wir brauchen mal einen Träger. Ja, ich fürchte, wir brauchen einen Träger. So, Zivilist, du. Beruf wechseln. Mach bitte mal Träger. Ist ja egal, ne? Ja, ist egal. So. Weil du könntest Zeug an den Häusern abholen. Weil wahrscheinlich wird das... Zählt das nur das, was in den Lagerhäusern ist und nicht was... Das ist Nahrung, ne? Was legt er rein? Leder hat er jetzt reingelegt. Okay, guck mal. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil das streckt das Ganze natürlich wahnsinnig in Länge. Sehr erfahren und kann trainiert werden. Steinmetze von. Okay, mein Haus wurde völlig gestört. Steinmetze. Ja, aber, ich weiß doch gar nicht, wer mit wem dann genau zusammen ist. Haus. Arnfinn-Träger. Aber die Frauen haben hier. Edda. Kein Bedarf. Hier habe ich da die. Ja, genau, da die. Hä? Die Lehm ist. Das ist so die. Das ist so die. Aber er ist doch verheiratet. Und er ist. Er nicht, aber er schon. Ansgar? Lebt in Wohnung Nummer 1, lebt in Wohnung Nummer 2, die sind beide nicht verheiratet. Aber er ist doch verheiratet. Aber wieso ist denn... Mit wem denn? Oder lebt die in einem anderen Haus? Gehen wir da hin? Bringt sie zur Wohnung. Ich blick das nicht so ganz. Oder muss ich die Frau einziehen lassen, damit die Männer folgen? Gucken wir doch gerade mal Ansgar. Wenn ich jetzt hier gucke, Ansgar. Was ist denn das hier? Ah, Edda. Ansgar, Bauarbeiter. Was ist denn das eingerückt? Sind die beide verheiratet oder was? Verheiratet. Zum Cutler verheiratet. Okay. Klar. Hört. Kann ich nicht umziehen. Du hier, du bist Zivilist. Schön.
Werd du auch mal Träger. Hier wegen mir. Wie sieht es hier schon besser aus? 78. Ja, das ist vielleicht ein bisschen der Grund gewesen. Weil das ist 12 Nahrung, 17 Nahrung, 19 Nahrung. Wir kriegen das wirklich aus den Gebäuden raus. Das ist eher das Problem. Ja. Steinmetz erfunden, es kann trainiert werden. Werkzeugschreine erfunden, ja. Geil, weil es nur erwachsen. Ja, das habe ich gerade. Ja, erfunden. Ja, nicht erfunden, das waren andere auch schon. Du kriegst mal nochmal ein Mädchen. Ja, wie kann jetzt zum Beispiel Katla da drin wohnen? Ach, erst nur der Bauarbeiter. Ach, Ansgar wohnt ja auch schon dort. Okay. Aber hier haben wir Alf und Björn. Was ist denn hier Alf? Bauarbeiter. Der ist nicht verheiratet, ne? Nein. Haben wir eigentlich noch irgendwelche unverheirateten Frauen? Verheiratet, der ist nicht verheiratet. Nö, haben wir nicht. Wir brauchen ein paar Frauen. Okay, gut. Sind dabei. Ist in Produktion. Ist in Produktion. 81. Ah, vielleicht schaffen wir das doch. Es sind die Träger. Es sind die Träger. Boah, er kommt wieder. Der Babybomber kommt vorbei. Ah. Dann war dieser Wolke war nicht immer hier, dass das Haus eingestürzt ist, sondern das ist die Verschwindibus-Wolke von dem Storch. Okay, gut. Wie heißt sie jetzt? Tutorun. Weil wahrscheinlich. Ach nee, doch nicht. Sie kann immer so 81. 74. Sag mal, was ist denn hier los? Oder weil die jetzt gerade getackert haben, essen die. Ganzen Tag 10 Mahlzeiten. Ja. Jo. Dauert noch ein bisschen. Die ist noch ein bisschen zu jung. Alf, tut mir leid. Okay, was haben wir denn noch für Bedürfnisse, die wir vielleicht irgendwie. Haus. Der Träger hat kein Haus. Okay. Aber wir haben jetzt überall. 2-2, 2-2, 2-2, ja. Dann kriegen wir, bauen wir nochmal ein Haus. Komm, was soll der Geiz? 3 Familienhaus. Ist das effektiver? Irgendwie so vom. Boah. Dusch. Ist ein bisschen kalt da oben, aber hey. Bauen wir. Sag mal, wie kriege ich die Nahrung auf? Es ist doch. Die sind beide Single. In dem Fall. Ja, 5 ist ein bisschen jung. Zum Heiraten. Also zumindest in unseren Kulturkreisen. So, okay, und dann kann ich das nicht so dauerhaft. So wie bei Siedler so irgendwie dauerhaft hinpinnen, das wäre nicht ganz cool. Arnfinn. Was ist das Eingerückte? Heißt das, dass die dann zusammen sind, oder? Blick ich nicht so ganz. Oder nur, dass es besser lesen kann. Also wir haben natürlich jetzt. Die wollen alle noch heiraten. Natürlich nur die Männer. Alles Junggesellen. Und was ist das da? Paare Bonuspunkte. Mich? Achso. Ach so. Ach, ich kann die ja noch aufleveln. Ach du Scheiße.
Du Riesen. Ach, ich kann die. Hier so Roleplay-mäßig noch alle. Noch, ja, das ist ja. Verfügbar, ein Punkt. Hier, da. Kann man sich hier immer hin und her wechseln? Der hier noch ein Punkt? Auch nur ein Punkt? Schlaf. So. Dass er besser schlafen kann, wahrscheinlich. Arnfinn-Träger hat auch noch zwei Punkte. Oh, der braucht hier. Ja, machen wir hier mal Schlaf. Dann arbeiten sie mehr wahrscheinlich, oder? Dann ist der Schlaf effektiver. Das hier heiß. So, der Steinmetz hat auch wieder drei Punkte. Haltung. Glücklichkeit, Religion, boah. Okay. Pyran. Hat der Pyran hat nur einen Punkt. So, damit er weniger Nahrung braucht. Dann bleibt mehr Essen übrig und wir können die Mission schneller abfrühstücken. So, das machen wir über bei Nahrung. Ich muss mich echt mal um diese Bedürfnisse kümmern. Nahrung und Schlaf. Das Wichtigste. Ey, die haben ja alle Bedürfnisse, das gibt's ja gar nicht so. Der hat jetzt hier natürlich. Ja. Ist ja nicht so anstellen. Ich muss sie auch gleich in ihre Häuser einquartieren. Der Jäger hat natürlich. Oh, drei Punkte hat der. So. Andere Dinge hat noch einen. Darum einen. Sagt mir das auch, was das dann. Wenn er Schuhe hat und Geschirr, dann ist die Nahrung auch effektiver. Weil Schuhe, wer braucht weniger Energie, wenn er ne, arbeitet? Das ist ja richtig komplex. Komplex. So, ist haben wir hier einen Bauarbeiter. Machen wir mal das Schnelle weg. Boah, es kommt, wenn ich auf die ganzen anderen Geräusche wieder. So. Oh. Er hat den Juch. Okay, So, guck mal, wir brauchen hier. Der Träger braucht ein Haus. Du. Ich bin gerade reingerafft. So. Wer war da drin? Da. Träger. Du Träger. Hier, na hier, Ton, ist frei. Und, wir reisen ihr Haus zu. Da, so, ist da ein verheiratetes Paar drin. Sehr schön. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gibt's noch unverheiratete Frauen? Nee, habe ich glaube ich schon mal geguckt, ne? Gibt's nicht. Aber es gibt Leute ohne Haus. Mal von unten erstmal an. Der hier, der das Bauarbeiter, der muss ja auch. Der Werkzeugschreiner. Ja, der Werkzeugschreiner, komm. Der kriegt auch ein Haus zugeteilt. Da ist jetzt noch, wohnt noch ein Single drin. Und noch einer. Der Holzfäller. Ja, komm. Auch noch. Hier, noch ein Haus. So. Auch unverheiratet. Sieht denn aus mit unseren 78? Ja. Es ist zumindest wieder ein bisschen gestiegen, ne? Boah, ich muss eine Aufnahmepause machen. Das ist echt zu lang. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.